Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Oberamtmann Paul Klein-Meißenberg, meine Wenigkeit, wir sind jetzt zum vierten Mal da und wir haben uns überlegt, wir müssen dem Publikum was Neues bieten, damit wir nicht immer das Gleiche und auf die gleiche Weise das präsentieren. Und haben als Überraschung für Sie, die sich nichts extra kostet, Sie haben die Tickets schon gekauft, haben wir eigentlich den Superstar der Wiener Klezmer-Szene mit uns eingeladen auf der Klarinette. Begrüßen Sie mit einem kräftigen Applaus Sascha Danilov. Und wie er sich so unbemerkt hineinschleicht und niedersetzt, ist Paul Klein-Meißenberg. Thank you.
jetzt ist eigentlich sein Auftritt. Und war er wieder Bauchheimer. Zu irgendwas. Nehmen Sie Platz, bitte, die Dame war ganz sicher, nehmen Sie Platz, hat sie schon. Gut, also jetzt ist mir was eingefallen, ich weiß nicht, ob es gut ist, aber es ist mir so eingefallen, ein Schnorrer ist gekommen zu einem reichen Mann und wollte Geld haben. Und der reiche Mann sagt, eigentlich ist er ein halbwegs junger Mann, was brauchst du schnorren? Vielleicht kannst du irgendwas machen, in deinem Beruf hast du. Und er sagt, ja, natürlich habe ich einen Beruf, ich bin Musiker. Er sagt, du bist Musiker, sehr gut. Was für, was, aber ich bin Musiker, Moment,
ich muss das jetzt, ich habe Ihnen schon lange nicht erzählt, ich bin Musiker, aber ich habe immer Pech. Ich habe immer Pech und ich habe kein Geld und du musst mir helfen. Sagt er, ja, du bist Musiker, welches Instrument spielst du? Sagt er, ich spiele Fagott. Und sagt dieser reiche Mann, das ist ein guter Zufall, ich habe zu Hause ein Fagott. Ich bringe es dir und du kannst spielen. Sagt er, selbst ich habe immer Pech. Das ist Klarinette und das gehört echt eigentlich zum jüdischen Klärs. Man gehört eine Klarinette und wenn man ganz perfekt sein will, eine Geige auch. Aber das können Sie sich nicht leisten. Ja, wir werden die Preise haben nächstes Jahr. Interessanterweise, das Programm tut außerdem nicht, ich mache es. Und mein Freund, der Roman, der hat 4 rabbinische Lieder an den Anfang gestellt. Jetzt kommt ein Lied, wo ein Rabbiner als viel gescheiter dargestellt wird wie ein Philosoph, wie ein Wissenschaftler. Oh, komm mal her, du Philosoph, mit deinem kurzen Fächer und setz dich zum Lebenstisch, dort wirst du lernen sicher. Ah, der am Schiff hast du alles geklärt und nimmst dich mit dem Himmel. Der Rebe spricht sein Tierchen aus und spannt dem Jammerriebe. Oi, 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 oi. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit singen. Ja, oi, 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 oi. Du bist nach vorwärts, der Rebe spott, der Rebe lacht, er darf das Häuf kaputt. Ich habe immer geglaubt, dass wenn man Deutsch sprechen kann, versteht man auch Jiddisch. Ist aber nicht ganz so. Aber ich glaube, in Niederösterreich ist doch schon ein bisschen der Dialekt dem Jiddisch ähnlich. Also ich denke, das ja, bye-bye-bye haben Sie schon verstanden. Bye-bye haben Sie verstanden. Aber ich will trotzdem dieses Lied erklären, das ist ganz kurz und das ist sehr klug. Der Philosoph, in diesem Sinne meint man einen Techniker, braucht ein Schiff, um über das Meer zu gehen. Der Rabbi macht nur seinen Schnalztüchel auf und ist schon auf der anderen Seite. Der Techniker braucht ein Flugzeug, um fliegen zu können. Und der Rabbi, Schabbat Nachmittag, wenn eine wunderbare Stimmung ist, Atmosphäre, dann geht seine Seele rauf zum lieben Gott. Gott, hoffentlich kommt es auch zu runter. So, nach Schabbat ist es wieder runtergekommen. Er braucht kein Flugzeug, er macht das so. Ja, das Flugzeug kommt ja hoffentlich auch wieder runter. Ne? Ja, schau, ich kann dir garantieren, ich habe gehört, runter kommt es immer. Ja. Wollen Sie eine schreckliche Sache hören, die ich wirklich gehört habe? Es war doch dieses fürchterliche Attentat, 9-11, auf die beiden Hochhäuser. Und wir haben alle nicht gewusst, wieso diese Terroristen Flugzeug fliegen können. Und die sind tatsächlich, das ist kein Schmäh, die sind tatsächlich gegangen, haben zu einer Schule und haben fliegen gelernt. Nur die, wie heißt das, die Stunde, wo man landen gelernt hat, hat gesagt, da braucht man nicht kommen. Ist nicht lustig, aber angeblich stimmt das, weiß ich. Okay, gibt es noch einen Rebbe? Ja. Da gibt es noch einen Rebbe, sage ich ganz kurz. Die chassidischen Rabbis, auch die Menschen, auch die Chassiden selbst, trinken gerne ein Glas Wein und dann werden sie freilich, dann werden sie fröhlich. Deine Gruppe hat einmal freilich geheißen, oder ist ja, noch immer? Ja, die gibt es noch immer. Ja.
Gestern hast du mit ihr gesungen. Ja, genau. Freilich. Aber das wird sie schon verstehen. Freilich ist fröhlich. Nur haben die Gegner der Hasidim manchmal auch die Hasidim kritisiert, dass sie ein bisschen zu viel von diesem bitteren Getränk genießen. Ja? Aber gut, auf euch ist die Rede. Auch hier könnt ihr mitsingen. Aber nur dort, wo kein Text ist. Als der Rebbe Eilim Melech ist geworden, lustig freilich, ist geworden, lustig freilich, Eilim Melech. Hat er euch getan den Kittel und hat umgetan den Hittel und geschickt sind die Zimmers die zwei. Und als die Zimmerdicke Zimmers haben, Zimmerdicke Zimmert haben, Zimmerdicke Zimmert haben sie. Und als die Zimmerdicke Zimmers haben, Zimmerdicke Zimmert haben, Zimmerdicke Zimmert haben sie. Ist geworden noch mehr Freilach, ist geworden noch mehr Freilach, Eli Melech. Was geht jetzt? Hat er euch getan, den Film? Ihr habt euch gepitzt die Brille. Geputzt die Brille? Jetzt kann ich besser fehlen. Muss ich besser. Ja. Und geschickt noch die Fiedel aus die zwei. Und als die Fiedel dicke Fiedel saugen, viel dicke Fiedel kaufen. Ich glaube, unsere YouTube-Aufnahme wird ganz kaputt, weil ich statt zu singen rede da. Aber es ist lustig. Aber es ist originell. Und als die Fiddle dicke Zimmler saugen, Packel dicke Fiddle dicke Fiddle sei. Und als die Fiddle dicke Fiddle saugen, Packel dicke Fiddle saugen, Packel dicke Fiddle saugen, ja. Das YouTube ist aus Amerika gekommen zu mir und hat uns ein paar Millionen Dollar angeboten, wenn wir das Konzert aufnehmen. Also brauchen Sie, können Sie nachher das Geld zurückverlangen. Ja, ja, gut. Also mitgeklatscht haben Sie schon sehr brav. Lernen Sie noch ein bisschen diese Texte, die ich Ei, bei Bei, ja, 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 ist nicht so schwer, da können Sie schon mitziehen. Also, wir bringen jetzt ein Lied, das heißt der neue Scher und nicht zu verwechseln mit der Schere. Nein, nein, Scher ist ein jüdischer Tanz, so wie Tango oder Walzer oder was immer ist halt ein jüdischer Tanz. Scher, der neue Scher. Die Puppe so sich weit von nachher ist. So nehmt euch zu nachher!
dem Nabelsche. No se, no se, wie jeder Fritze. Volkslied mit dem Titel Cheribim Cheribom. Also wenn Sie Lust haben, singen Sie mit. Nicht zu laut. Kommen singen Kinder noch ein Silber zusammen, an irgendwo auf Reden mit Wert aus Grammen. Die Mappe kocht dann Lokschen zu mit Kasche und mit Knäfer. Es gibt eine Jungen auf Bier, bevor wir spielen sich ein Dreh. Chiribi, Chiribom, Chiribimbom, Bom, 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 Bom. Chiribi, Chiribom, Chiribimibibibibibom. Hey, ja, Chirib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 om, Bom. Ja, Chirib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 
steht und fehlen, liegen nur noch nicht. Heute sind wir für die Kluge, haben wir einen schönen Brück. Die Kälber lachen zu mir nach, zu hoch ist die Gasolin. Nur so ein Schiffer ist da, ich schaue, wer ist ein Dieter vor. Tschidibi, 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 Orchester mehr oder weniger verkauft. Bitte kaufen Sie weiter. Wer schon meine Bücher hat, kann natürlich gleich beim Stand eine nehmen. Also wenn Sie noch Geld über haben, nachdem Sie hier die Tickets bezahlt haben. Das zweite ist, wegen der Pause, ja, ich würde mich gern bei allen bedanken für diesen Abend, aber ich habe vergessen, vor der Vorstellung die Namen aufzuschreiben. Also wenn jemand in der Pause zu mir kommt und mir sagt, mir sagt er, wenn man sich bedanken muss, mache ich das gerne und das ist on the house, das kostet gar nichts extra. Jetzt will ich noch sagen, wir singen jetzt einen Evergreen. Wenn Eisenberg und Greenberg miteinander sind, kommt ein Evergreenberg. Aber da ist noch ein Satz. Er will immer schon spielen. Das ist, nein, ich untermale nur den. Du bist doch ein Maler geworden, ein Untermaler. Ich will nur sagen, es gibt kein Konzert bei mir, wo ich nicht ein paar Lieder über Frieden, über Shalom spreche. Das ist wirklich, wenn wir unsere Welt jetzt anschauen, brauche ich Ihnen nichts sagen. Schauen Sie Zeit im Bild oder schauen Sie nicht. Und deshalb ist das nächste Lied, und vor allem brauchen, Hauptfrieden brauchen Juden oder Israelis mit Arabern. Und das könnte man aus diesem Lied nehmen, weil Shalom Aleichem ist auf Arabisch Salam Alaikum, es ist genau so, so ähnlich wie die Sprachen sind, sollten wir uns auch kommen. Anaya Sach. Shalom Aleichem, Malachi Yasharet, Malachi Mi melech, malchei hamelachim akar.
Kommt und es scheint so, dass es wahrscheinlich so sein wird. Sagen. Und das ist das nächste Lied, sonst will ich das überhaupt nicht sagen. Im nächsten Lied
steht geschrieben, dass wir uns alle irgendwie als Kinder Gottes sehen sollen und uns dementsprechend benehmen sollen. Und daher ist sozusagen die Frage, ob es nur einen Sohn Gottes gibt. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Was meinst du? Man soll anständig sein. Du willst euch den Witz erzählen mit dem Sohn? Erzähle ich jetzt schnell den Witz noch mit dem Sohn. Ein sehr reicher Jude, der nur, es gibt ja kaum, aber es gibt einige. Aber dafür sehr reich. Sehr reich. Hatte nur einen Sohn. Und dieser einen Sohn, den hat er natürlich in seinem Testament, hat er alles hinterlassen, seinen Sohn. Und plötzlich sieht der Vater den, wie der in die Stephanskirche reingeht. Und sagt, was machst du in der Stephanskirche? Sagt der Papa, ich lass mich taufen. Nun, wir Juden sind keine Missionare, aber wenn unsere Kinder sozusagen das Judentum verlassen, haben wir auch nicht gerne. Und er weiß nicht, was er tun soll, und in der Nacht erscheint ihm der liebe Gott. Sagt der liebe Gott, was soll ich machen? Mein Sohn will Christ werden. Sagt der liebe Gott, ja, weißt du, meiner ist auch Christ geworden, mein Sohn. Wir reden jetzt von den Söhnen, ja? Sagt er nur, hast du irgendwas gemacht? Sagt er, mach so wie ich, schreibe ein neues Testament. Benja Kirby, mein lieber Sohn, so beginnt das Lied. Haben, Rachel, Arachamel.
Ihnen jetzt erzähle, es gibt hunderte Witze, wo Juden sich taufen lassen wollen oder nicht taufen lassen wollen oder umgekehrt. Aber da waren zwei Freunde, die haben beschlossen, sich taufen zu lassen und sind zur Kirche gegangen und dann haben sie gesagt, das geht nicht zusammen, muss jeder einzeln kommen. Sagt der eine, du, Moische, geh du vor. Ja, außerdem, entschuldige, ich habe vergessen, aber jetzt ist es noch nicht zu spät zu sagen, man hat ihnen versprochen, 500 Euro, wenn sie sich taufen lassen. Und der Moische geht da rein und kommt heraus und sagt, kommt der andere zu ihm, sagt er, wie war's, Moische? Sagt er, ich heiße nicht Moische, ich heiße Moritz. Hat einen ähnlichen Namen, aber nicht den gleichen. Sagt er, und hast du die 500 Euro bekommen? Sagt er, ich verstehe euch Juden nicht, immer redet ihr von mir. Thank you.
meine sehr verehrten Damen und Herren, wir lassen Sie in eine kurze Pause und Sie kennen meinen Spruch, es geht weiter im zweiten Teil, wenn Sie alle Bücher und alle CDs gekauft haben. Moldova geboren und bringen jetzt eine Melodie von dort. Thank you.
Alle Melodien, alle Lieder, die Sie heute von Sascha Danilo von mir hören, sind auch auf unserer CD drauf. Also wenn Sie die CD mit nach Hause nehmen, nehmen Sie genau die Musik mit nach Hause. Und wenn Sie die CD von Rabbiner Eisenberg mitnehmen, nehmen Sie genau die Lieder mit, die er singt. Schauen Sie so. Es ist nichts verhaut, wenn Sie zwei CDs sind. Da stellen sich viele die Frage, müssen Sie Juden immer über das Geld reden? Jetzt bist du dran. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe jetzt die Liste von den Leuten, die sich bedanken. Ich bedanke mich natürlich bei allen, die gekommen sind, die Besucher und die BesucherInnen. Ah, hier steht nur innen mit Binnen-I. Wolfgang Machain. Weiß ich nicht, Blumensieger? Vom ersten Augenblick hat er okay. Unterstützt diese ganze Also sehr feinlich. Nee, will ich dich korrigieren. Nee, ich bin schon das fünfte Mal da. Aber genau. Beim ersten Mal war ich mit dem Rami Langer. Auch gut. Da waren wir zwei noch nicht so verbundelt. Und nein, aber der war auch gut. Aber ja. Yes. Und dann sagt man danke für die Blumen, für Sigi und Peter. Trinklager oder so ähnlich. Bürgermeister Dr. Christian Macho, die Hausherrin Irene Künzel. Und dann gibt es noch einen Mann, den möchte ich schon erwähnen, ohne seinen Namen zu nennen, er will das nicht, der überhaupt die Idee hatte, mich hierher zu bringen. Der war einmal Sekretär bei mir zu Hause, dann hat er mich zu Hause in der Bundesgemeinde. Hat das Berlin nicht mehr ausgehalten, hat sich einen anderen Job gesucht und so kam er hierher, aber dann hat er gemerkt, dass ohne mich geht es auch nicht so. Okay, wollt ihr jetzt? Nein, später. Ich habe noch eine Geschichte noch von einem Rabbiner, obwohl der Wett ist schon vorbei. Nein, singen wir erst und dann werden wir sprechen. Okay. Lemana Chai Berehai, Lemana Chai Berehai, Adabrana, Shalom, Lemana Chai Berehai, Lemana Chai Berehai, Adabrana, dass das Allerheiligen ist, bei uns Juden ein sehr wichtiges Fest, Allerheiligen, aber
und hat gesagt, wir sollen es doch machen. Okay, whatever. Ich wollte nur sagen, zwei kurze Geschichten. Es kommt jetzt bei den, vor allem bei den, ja, das habe ich das ganz schlecht jetzt gemacht, vor allem bei den religiösen Juden ist es nicht so einfach, dass man eine junge Dame irgendwo am Strand oder in der Diskothek kennenlernt, sondern man vergisst, man verlässt sich ein bisschen auf die Eltern und auf einen Schatten. Das ist ein Heiratsvermittler und der kennt junge Damen, der kennt junge Herren und die tut er irgendwie zusammenbringen, so wie er versteht, dass sie zusammenpassen. Und da kam einmal ein sehr anspruchsvoller junger Mann und dieser Schatten hat auch Listen von Mädchen, Listen von Jungen und er sagt, ich möchte eine Frau, ich muss mir erinnern, ob ich alle fünf Sachen weiß, sie muss sein jung, schön, reich, lieb und gescheit. Sonst eigentlich. Die Reihenfolge ist. Die Reihenfolge ist nicht so speziell, aber diese fünf Sachen. Und dann sagt er, ach, ich habe für dich. Sagt er, was hast du für mich? Wirklich eine? Sagt er, nicht eine, fünf. Eine ist reich, eine ist schön, eine ist klug, eine ist lieb und eine noch als fünfte. Schön. So. Ein anderer Fall, leider, oder oft, oder manchmal, selten, und sie wurden so selten, der junge Mann hat kein Interesse an nichts anderem, nur die Eltern sollen reich sein. Es gibt wirklich so Menschen, gab es zumindest heute, aber in Israel auch, sie wollen das ganze Leben lang auf Kosten der Schwiegereltern leben. Und da hat er gesagt, ich muss die dritte Geschichte auch erzählen, da hat er gesagt, dem Schatten, er braucht eine reiche Braut und die werden dann meistens vorgestellt und der Schatten, der kommt mit und sie kommen in die Wohnung und im Zimmer sagt der Schatten dem jungen Mann, schau, da ist die Vitrine, die haben voll Silberbecher und Silberleuchter und alles aus Silber und teuersten Sachen. Sagt er, wow, das ist interessant, aber vielleicht haben sie sich das nur ausgeborgt und sind nicht so reich. Da wer bockt denen was? Okay. Ah, da gibt es noch einen letzten. Mir ist das persönlich passiert, tatsächlich. Ich habe sechs Kinder, die sind alle verheiratet. Zwei Jungen, vier Mädchen. Und beim Jüngsten, da wusste ich, der junge Mann studiert noch fleißig Tora. Und habe sehr gehofft, dass nach der Hochzeit wird er was Ordentliches machen. Und da habe ich ihn gefragt, was planst du nach der Hochzeit zu machen? Ich möchte noch ein paar Jahre der Tora lernen. Sage ich ihm, zwei, ein paar Jahre, das ist doch teuer. Wer wird das finanzieren? Sagt er zu mir, der liebe Gott wird schon helfen. Frau Junge, sage ich zu meiner Frau, den nehmen wir, der nennt mich schon der liebe Gott. Hier handelt es sich um ein junges Mädchen, das eigentlich auch sehr fromm ist, aber ein galanter junger Mann versucht ohne den Schatren irgendwie zum Ziel zu kommen, was scheint, dass es auch tatsächlich gelingt. Jetzt könnt ihr wieder euer Jiddisch probieren. Stellt sich dort in Gessele, still vertracht der Heisele, drinnen auf dem goldenen Stiegel weint mein Teil Eisele. Jeden oben fahren heiß und dreh ich sich herum. Ich gebe ein Pfeif und ruf aus, Reisel, komm, komm, komm. Öffnet sich ein Fenster, ach, das alte Heisele, und bald klingt den stillen Gessel, als ist unsere Dresele. Noch eine Weile wart, mein Lieber, bald wird ihr sein frei. Geh sich noch ein Pomo lieber, eins, zwei, drei. Geh ich mir auf Fredacher, sing und trag mir Nisselach, hör ich auf die Treppler springen, ihre drobne Fisselach. Scheuner Ruf von letzten Treppel, ich nehm sie lieber rum. Ich geb ihr still ein Kusch in Köppel, komm, komm, komm. Verdrießt sie sehr.
Eifensucht, sie ist nicht jiddisch, das doch bloß versehen. Gib ein Zeichen, Post auf jiddisch, 1, 2, 3. Ich will er auch nicht pfeifen mehr, der Rolf gibt mir verschwollen. Dir zu lieb will ich auch viele, werden froh mein Zwolle. Wenn ich werde froh mein Reich, wie deine Mama fromm. Jeden Schabes gehen in Kreisel, komm, komm. Mein lieben Kerl, und der Fall dir, mein Dovidl, strick ich Asche in Twillensäckel, mit am Morgen Dovidl. Wenn gefallen's wird die Kleisel, so sollst du sehen, es hat gestrickt, mein lieber Reisel, 1, 2, 3. Ein Dampf an der Tonne, ich lieber soll dich reisele, ich lieb das Gessel, lieb dein Mame, ich lieb das alte Häsele. Lieb die Treppler von den Heißen, gehst du sehr rum. Er die Mame ruft schon Reisel, komm, komm. Traum, liebe Reisel, komm, komm, komm. Es war so, dass in der kalten Russland, noch vor der Sowjetunion und anderswo auch, gab es so Kinderlehrer. Und die Kinderlehrer haben zu Hause die Kinder unterrichtet. Und die Eltern der Kinder haben dann auch bezahlt fürs Heizen, damit dort nicht kalt sein soll. Viel mehr Geld haben sie nicht gehabt, ein bisschen was haben sie noch draufgelegt. Und das ist auch ein Drittel. Aber jetzt, wenn wir schon dabei sind, will ich reden noch über einen klugen Rabbiner, weil ich weiß, ihr habt eh schon die Bücher gekauft. Es sind nicht nur jüdische Witze, es sind jüdische Weisheiten. Und ich möchte Ihnen eine jüdische Weisheit erzählen. Und Sie müssen halten Kopf. Wissen Sie, was heißt halten Kopf? Nein, halten Kopf heißt gut aufpassen und mitdenken. Das heißt auf Jiddisch halten Kopf. Also das ist so, ein sehr reicher Mann, ein großer Kaufmann, hatte einen sehr anständigen Diener, mit dem er immer auf seine Geschäftsreisen gefahren ist, und sie haben diesmal wieder sehr viel verdient. Und sagen wir nur, um zu sagen, 1 Million, weil sie müssen dann mitrechnen. Und er spürt plötzlich, der Mann, er stirbt. Und er hat Angst, was wird jetzt mit dem Geld sein? Wird er die Gelegenheit nehmen, das ganze Geld wegzutun? Und da ruft er ihn rein und sagt, du bist mein Knecht, du wirst mich bald zurück in mein Städtel führen, wo man mich begraben wird. Und was das Geld betrifft, gebe ich dir, nein, falsch. Nochmal von vorne, nicht von vorne, nur der Satz. Gib meiner Frau, wie viel du willst, und den Rest kannst du behalten. Muss ja meiner Frau auch was lassen. Gib meiner Frau, wie viel du willst, und den Rest muss ich behalten. Okay. Er stirbt, er wird begraben. Der junge Mann, sagen wir 1 Million, nimmt sich 900.000 und gibt der Frau 100.000. Die Frau ist ganz aufgeregt, das kann nicht sein, sagt er, aber der Mann hat das so gesagt. Nein, ich bin nicht einverstanden, gehen wir zu klugen Rabbiner. Jetzt gehen Sie zum Rabbiner und tun das, diskutieren und schauen, was da rausschaut. Und natürlich, die Fakten stimmen. Der Rabbiner sagt ihm noch einmal, was hat dieser Mann wirklich gesagt? Der Mann hat gesagt, gib meiner Frau, wie viel du willst, und den Rest kannst du behalten. Sagt er, okay. Dann gibt der Frau 900.000 und du kriegst 100.000. Sagt er, das kann doch nicht sein. Was hat er gesagt? Gib seiner Frau, wie viel du willst.
Du bist doch 900.000. Und du hast ja, der Satz hat gestimmt. Man muss ihn nur betonen können. Okay, Alfred Flippitschik. Thank you.
Das hast du heute schon an. Ja, das werden wir dann besprechen. Achso. Aber da fällt mir eine Geschichte ein von. Darf ich dir erzählen? Erzähl mir. Erzähl ich dir. Als ich ein Kind war in Moldawien noch, kann ich mich erinnern an eine Geschichte, es war verschneit. Wissen Sie, wie das ist? Das ist wie Sahara, nur weiß. Und ich stehe neben meinem gottseligen Vater und wir sehen vom Weiten unseren Nachbarn so hinkend daherkommen, im Schnee wartend. Und wie er immer näher und näher kommt, sehen wir, dass der nur einen Stiefel anhat. Und mein Papa macht das Fenster auf und sagt, Vasili, was ist mit dem Stiefel? Verloren? Sagt er, wieso? Gefunden? So gut kann ich nicht, ich weiß auch nur einen Stiefel, no. Der, aber nachher, ich habe einen Grund, warum ich das schon nicht anziehe, der ist unwahrscheinlich. So, also, ich wollte nur sagen, wollte mich entschuldigen, ich war ein bisschen sentimental. Es gibt Lieder, die mich sentimental machen, noch mehr die jiddische Mame, da schlucht sich von Anfang bis zum Ende. Okay, jetzt lustig. Also folgendes, ich muss das erklären, was jetzt kommt. Nicht jede Gemeinde hat so ein großes Glück wie die Wiener Gemeinde, dass wir in der Synagoge einen berühmten Kantor haben. Und manchmal kommen dann Gastkantoren und diese Gastkantoren singen dann am Schabbes und die Leute tun nachher, treffen sich zusammen und reden über ihn. Aber Masel, ich habe jetzt drei Leute, die nicht schlecht über ihn reden werden, sondern gut. Ja. Einer ist ein Schneider, einer ist ein Schuster und der dritte ist ein, wie heißt das, Kutscher. Taxi, ein Uber. Gut, also, und die reden nachher und das klingt dann so. Ist gekommen zuvor in der Städte Achasen, da bin in der Schabes. Oi, da bin in der Schabes. Sie gekommen zu den drei schönsten Balabatin von dem Städtele. Die drei schönsten Balabatin von dem Städtele. Eine Schneider und der zweite Schuster und der dritte. Das empfunden hat und sie empfinden, dass alles basiert auf ihrem Beruf. Rief sich auf der Schneiderl. Rief sich auf der Schneiderl. Hat er gedacht. Also wie ich die, so wie ich es mache, mit dem Nudel erziehe. Mit dem Eisen erpress. Oi, hat er gedacht. Oi, 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 hat er gedacht. Ich zeig auf den Schuster. Und mit dem Hammer habe ich dann keinen gefunden. Aha. Oi, hat er gedacht. Oi, 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 hat er gedacht. Jetzt kommt der Taxifahrer, hilft sich auf er. Mit den Leschkes erziehe ich, mit den Zügel zieht er.
und selten, aber manchmal doch, mit der Balch abklapp! Oi, hat er gedacht. Thank you.
nur so eingefallen, ganz kurz zu erklären, ausnahmsweise kein Witz. Das Jiddischkeit ist in Osteuropa gewesen, aber durch die schreckliche Shoah und andere Dinge hat es sich dann nach Amerika und nach Israel. Ich meine, es gibt noch immer Juden in Osteuropa, aber Amerika und Israel sind jetzt schon die Zentren. Und deshalb dieses bei mir, bist du schön, geht es ja auch in Amerikanisch. Wie sagt man das auf Englisch? Bei mir? Nein, bist du schön. Auch auf Amerikanisch. Aber please let me explain, das ist schon die nächste Zeit. So ist es. Okay. Und jetzt kommen, wenn wir schon von Israel reden, reden wir von schönen Sachen. Vor einem Jahr war in Israel der Euro Contest, vor zwei Jahren eine unglaublich fette Sängerin gewonnen hat. Israelische. Man macht immer dort, stellt euch vor, wenn Netanyahu wollte es in Jerusalem machen. Da wäre niemand gekommen. Hat man in Tel Aviv gemacht und alle sind gekommen. Und vor vielen, vielen Jahren hat Israel einmal diesen Contest gewonnen mit einem Lied, das Sie sicher alle kennen. Den Text vielleicht nicht, aber da können Sie wirklich mitsingen. Natürlich immer beim Roman, aber auch bei Sascha,
weil wie ich ein bisschen sentimental geworden ist, hat er sofort reingesprungen und hat die Melodie gespielt. Das muss man auch können. Halleluja, kann man wirklich den Abend gut beenden. Ich danke, dass Sie so brav waren, dass Sie gekommen sind und dass Sie gesagt haben, Sie werden nächstes Jahr mein drittes Buch und meine siebte CD kaufen. Alles brav. Schönen Abend. Miteinander. Evendo Shalom.